Moni, Freunde, was geht? Ich habe ausgeschlafen. Und wir wollen heute den vierten Ohren, ist das, glaube ich, machen, ne? Allerdings würde ich ganz gerne. Was ist da unten? Für den Mon? Achso, ist die Möwe. Ich würde ganz gerne. Also, wir haben die Arena-Prüfung gemacht gestern noch. Also, für euch eben. Aber ich würde ganz gerne abchecken, ob hier drüben vielleicht irgendwo das Feenmon ist, was ich haben will. Hier ist Girafarik. Ihr seid ihr da hinten, Meike. Okay. Alles eher so irrelevante Kollegen. Ah, shit. Ich dachte gerade, ich kann schon Dings. Aber ich komme, glaube ich, trotzdem hoch, oder? Ja. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich könnte schon die. Lol, als ob das Sushi immer noch hier ist. Oh, bist du vom Level her geringer hier drüben? Ich glaube, ich würde mal kurz reinsteppen. Aber ich glaube nicht, oder? Ja, nee, ist trotzdem Level 50. Doch gescheitert. Memento Mori. Chillig. Ja gut, schade. Das ist natürlich jetzt schade. Aber die XP nehme ich auf jeden Fall ganz gern mit, ne? Also, schenken gar schon mal nicht ins Maul, ne? So, zack. Wann entwickelt sich der Delfin? Ich dachte, er entwickelt sich auf 28. Safe muss denn noch irgendwas zusätzlich haben oder so. Egal, wir haben ja später sowieso ein anderes Mon. Hier haben wir Tropius, by the way, auch noch. Ja, das Problem ist, wenn hier halt schon die Level 50 Mons sind. Es ist halt auch Resadero, Flamingo. Wenn hier die Level 50 Mons sind, dann. Oh, nein, ich habe nicht hingeguckt. Oh, der wird auch Level 50 sein oder so, oder? Ja. Ah, okay, nice. Dann weiß ich gar nicht, ob ich halt hier das Feenmon fangen will, sondern ist Patinerator, by the way. Weil. Was ist das hier? Ach so, das ist Schlägtas Entwicklung. Tatsächlich. Gleich, André. Das ist Schlägtas Entwicklung. Wugtrio heißt ja im Englischen. Kein Plan, wer im Deutschen heißt. Oh, da kam gerade eine Elektromöwe angefangen. Weil das Problem ist, ich würde den eigentlich ganz gerne halt schon so früh wie möglich ins Team nehmen. Und wenn er halt hier irgendwo ist, dann kann ich ihn natürlich nicht so früh mit ins Team nehmen. Das ist halt das Problem. Das stört mich ein bisschen. Das heißt, ja, ich könnte jetzt hier theoretisch gesehen langlaufen. Und I don't know, ich glaube, der entwickelt sich eigentlich auch schon sogar relativ früh. Ich glaube, actually, dass ich irgendwie schon an dem vorbei sein muss, ist meine Theorie. Irgendwie. Ich kann mich vorstellen, dass er so spät erst kommt. Ja, aber vorbei kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Hallo, Sushi-Meister. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier hochkommen kann ohne. Ja, doch, da hinten, glaube ich. Ja, hier kann ich hoch. Ich will mich einfach so ein klein wenig umschauen, okay? So ein klein wenig. Nur gucken, bisschen die Gegend analysieren und gucken, was es hier so gibt. Dragoran zum Beispiel. Hier chillig. Als ob es einfach wilde Dragoran hier gibt. Das fühlt sich so falsch an. Ich muss aufpassen wegen meinen kleinen Lachsfreunden. In die würde ich ganz gerne nicht reinrennen. Und die sind halt winzig. Aber so viele winzige Pokémon, ne? Kamalm, auch nice. Auch chillig. Will ich hier einmal so. Hier ist wieder Tropius. So eine Runde dort auf den Berg hochlaufen. Ah, ich dachte, es geht hier irgendwo gleich hoch. Aber geht's ja gar nicht. Da ist wieder Anteron. Die ganzen Items hier werden gesnackt. Viscagott. Viscogon. Nicht Viscogon. Viscagon. Viscagott und Viscorazo. Wir reden. Kamalm Family. Genie. Bei mir muss ich halt kein Drama anfangen, wenn man hier einfach Dratini Level 50 fangen kann. Also, ja, macht eigentlich keinen Unterschied. Skuntank. Das Item hier noch mit. Versteckt Items? Ne, das sind auch ab und zu Bären und so ein Shit. Das sind nicht immer viele. Hier sind meine Lachsfreunde. Die guten. Sichlor. Lachsfreundies. Ich weiß gar nicht, welches Level die Terra-Kristall-Rates hier haben. Also, ob die auch so hochgelevelt sind oder ob die vielleicht sogar actually mitskalieren. Was bist du für ein Terramon? Aquana, Alter.
Quanals haben und actually auch wild. So, da vorne ist eine Brücke. Ich werde jetzt einfach hier, wie gesagt, mich ein bisschen umschauen und schauen, ob einfach nur rein hypothetisch gesehen hier irgendwo das Pokémon ist, was ich haben möchte. Ich habe einen Dings gehört. Ah, da links ist er. Ich dachte gerade, hä? Bist du Sushi-Freund oder bist du Gierspenst? Okay. So. I mean, ich habe immer noch die Vermutung, oben ist ja so ein bisschen so Feen-Stuff und so. Feuersturm. Stopp, ich will hier. Stopp. Lucha, Flatmon, Bronzong. Hier ist bestimmt wieder einige Gierspenst. Komme ich da hoch? Ja, wahrscheinlich nicht. Ah, ich glaube, es gibt actually noch einen höheren Sprung gibt es. Den gibt es auch noch bei den Herrschern. Und ich glaube, das ist eigentlich der, den ich so als nächstes machen sollte. Ich glaube, das ist actually der Stahlherrscher rechts. Oh, den Bereich oben, oh, Matilia. Kennen wir auch aus den Trailern, ne? Ich erinnere mich daran, in den Trailern hier so einen Bereich gesehen zu haben. Da ist, by the way, wieder der Heuballen. Und, oh, das ist Tintacher! Hatte ich halt auch überlegt, mit ins Team zu nehmen, ne? Anfangs. Aber wie, von welchem Level bist du? Den finde ich eigentlich schon cool. Aber der ist halt Level 56, Junge. Bruch gescheitert. Ich bin einfach tot, oder? Blattgeißel. Man, die sind alle so hoch, die Mons. Alle, die ich haben will, die sind alle erst so spät. Das ist so nervig. Guck. Nice. Aber der ist so ein übelster Kollege, Alter. Wer bist du? Leta King. Nice. Und Mogelbaum. Scarborn, Blitzer, Mogelbaum. Mogelbaum. Vostelka, Alter. Holy shit. Hier geht so wilde Action ab, ich sag's euch. Ich weiß gar nicht, wer mein schnellstes Mon ist. Actually, Flamingo, glaube ich, den ich halt vielleicht auch mal ein paar Mal flüchten kann. Auch gegen hochgelevelte Mons. Habe ich höchstgeleveltes gesagt? Ich meine natürlich mit dem höchsten Speed. Was bist du? Oh, Grafire. Auch süß. Aber ich will gar nicht. Also wie gesagt, wenn es halt hier gleich irgendwo ist, dann finde ich das nicht gut. Weil ich will den nicht so auf Level 60 oder so erst fangen. Safe muss ich den doch irgendwo. Oder ist Mafiososo. Das ist wieder mein Tintara-Freund. Ich liebe den. Ja, da ist ja die Spinne. Aber hier gibt es halt mittlerweile gefühlt an alle Mons, ne? Holy shit. Oder war gerade der Boss von dem Bereich hier. Das ist Tintara, Kronjuwel, Sisokids. Oh, warum? Da vorne ist wieder ein Terramon und zwar Fruyal. Okay, chillig. Chillig, chillig. Aber wo sind wir in der Karte gerade? Wir sind schon am nördlichsten Punkt, oder? Ja. Und hier oben ist halt so dieser Feenbereich, wie gesagt. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass dort, habe ich schon irgendwo einen neuen Flugpunkt freigeschalten? Ja, ich kann da zum See da hier hin. Oh, was ist das hier? Da bin ich dran vorbei. Schade. Wollte ich schon die ganze Zeit wissen, was diese Felder sind. Warte, von hier kam ich, oder? Ich glaube, von da kam ich. Jetzt habe ich mich selber verwirrt. Moment. Ist das Orange da, meine Richtung, in die ich laufe? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Oh, da ist es! Oh nein! Also. Das ist die zweite Form. Ach man. Es muss doch safe irgendwo die erste Form in Lower gelevelt geben. Ah, es hat halt drei Formen. Das ist das Pink Hammer Pokémon. Jetzt viel Stahl. Und es muss doch irgendwo halt auch die erste Stufe geben. Aber halt einfach. Nicht auf Level 60, so. Wisst ihr, wie ich meine?
Ich bin so traurig. Schlafrede. Den muss doch safe irgendwo schon früher geben. The question is, where? Falls ihr es wisst, bringt es nichts, wenn ihr das jetzt in die Kommentare schreibt. Falls ihr das jetzt tun solltet. Weil da kann ich eh nichts anfangen. Ja, na gut. Dann machen wir jetzt mit der Story weiter. Und zwar, genau, wir machen den Wasserinnerät als nächstes. Ich kann mir halt vorstellen, vielleicht höchstens hier rechts noch. Das ist so meine Hoffnung, dass der hier irgendwo in dem Bereich ist. Also hier irgendwo so in dem Bereich. Da habe ich irgendwie noch so ein bisschen die Hoffnung drauf. Aber so genau kann man das ja nicht sagen. Ich wünsche, wenn man da reinzoomt, dass man dann halt auch dort ist. Ne? Das ist richtig kacke, dass es nicht so ist. So, wir wollen hier hin. Wir machen jetzt die Arena dort, die Wasserarena. Wir haben Sylord. Wir haben, ich vergesse den Elektrovogelnamen immer. Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall einiges an Stuff. Pretty. So. Voltrine. Voltrine, Voltrine, Voltrine. Wir müssen... Ich laufe hier gerade richtig, glaube ich, ne? Müsste. Muss ich da gleich wieder die ganzen Dinge hoch? Als ob. Aber es ist nur einer hier. Okay. Da ist in Ordnung. Weil es sind immer so unnötige Cutscenes. Also es ist keine richtige 100%ige Cutscene, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ich bin sorry, weil... Vielleicht hätte ich eben aufgestanden bin. Aber... Ich hab Bock. Und ich kann heute nur eine Folge aufnehmen. Weil ich heute Abend auf dem Geburtstag eingeladen bin. Oh. Wer bist du? Noch ein Top 4? Wenn das nicht Razor ist. Synius. Ich sehe, kommst du mit dem Sammel der Arena-Orden gut voran. Ach, ist das etwa der Trainer, von dem ich schon so viel gehört habe? Du sollst ja echt was auf dem Kasten haben. Ist da was dran? Aber hallo. Also ein gesundes Selbstbewusstsein hast du schon mal ausgezeichnet. Darf ich vorstellen, das ist Kay. Yep, das bin ich. Freut mich. Und ja, ich weiß. Ich sehe umwerfend gut aus, aber lass dich davon nicht einschüchtern. Sie lässt sich gerne mal zu Späßen hinreißen, ist aber ebenso wie ich Mitglied der Top 4. Was? Ich habe doch gar keinen Scherz gemacht. Na egal. Du machst jedenfalls einen interessanten ersten Eindruck, so viel steht fest. Selbstverständlich. Schließlich ist er Teil der hervorragenden Schülerhaft unserer Akademie. schon klar. Aber die Arenen werden richtig schwer, sobald du die Hälfte von ihnen geschafft hast. Das stimmt, ab diesem Punkt gibt die Mehrheit der Trainer letztendlich auf. Aber du nicht, oder? Ich warte bei der Champ-Prüfung auf dich. Zeig den übrigen Arenen, wer in dir steckt. Arbeitet sie wahrscheinlich auch an der Akademie, wie ich gesagt habe. Das sind die ganzen Lehrer dort. Ja, viel Erfolg dann mal. Habe ich irgendwie so das Gefühl. So, ich weiß, es ist für den Plot wichtig, dass die hier sind, aber es gibt eigentlich, was machen die hier so? Es gibt halt keinen Grund, naja, ich habe meine Mons noch gar nicht, okay, welcher Voltrine vorne, ja, dann ist der Rest egal. Es gibt, glaube ich, keinen Grund, warum die hier sind. Legit. Nimm mir einen Grund, warum die hier sind. Ich check's nicht. Wir wollen nach dem Rechten sehen. Gar keinen Sinn. Okay. Ich hoffe, der hat nicht so viele Wasser-Boden-Pokémon. Und ich kann gleich einfach direkt Bow-Switch drücken. Das wäre geil. Oder Elektroboy, je nachdem, wie langsam sein Mann ist. Ich weiß nicht, ob er schon den Sushi- und Sushi-Meister-Fisch hat. Würde irgendwie passen. Den Sushi-Meister-Fisch. Also beides wird passen. Dürfte ich Sie darum bitten, die neuen Gerichte in unserem Restaurant zu kosten? Tut mir leid, ihr Lieben. Aber die Arena der Pflichten rufen. Es wartet schon jemand auf mich. Würdet ihr euch noch ein wenig gedulden? Junge, der macht, glaube ich, richtig geiles Essen. Na gut. Ich finde sein Design actually übel nice. Hab ein bisschen was von Marinus, actually. Auch Wasserarena, vierter Wasserarena. Finde ich irgendwie cool. Ja, du bist es. Herein spaziert. Danke für deine Hilfe in Puerto Marinedo. Dank deines Auktionstalents kann ich jetzt das ultimative Seegrasmenü auf die Beine stellen. Aber glaub ja nicht, dass ich mich deshalb im Kampf zurücknehmen werde.
Na gut. Das habe ich auch nicht erwartet. Auf dem Markt kämpft man mit Geld. In der Arena geht es etwas handfester zu. Doch bei beiden zählen Angriff und Rückzug, genauso wie die Wogen des Meeres. Ich serviere dir nur ein Drei-Gänge-Menü, gespickt mit Wasser-Pokémon. Mach dich bereit. Drei-Gänge-Menü? Ja, nur drei Mons. Yono hatte vier Mons. Nee, das ist doch nicht der dritte Arena-Leiter, oder? Oh, der hat auf jeden Fall schon mal den Psychofisch. Das ist schon mal wild. Hat er nur drei Mons? Steht zwar an deiner Schulter, aber das heißt nicht, dass ich es dir leicht machen werde. Oder leicht mache. Überbrückung, okay. Okay, ich bin vom Level her actually sehr strong dabei. Und der hat wirklich nur drei Mons. Wir gehen für Volt Switch. Geht leider nicht ganz. Aber ist in Ordnung, denn... Okay, das Ding ist, ich kann nicht in Psylord gehen. Dann könnte für eine Psycho-Attacke gehen. Wir können, glaube ich, in Normie für eine actually gehen. Ich will es versuchen. Wir versuchen es einfach mal. Aquaschnitt. So, das Problem ist... Wasserdüse killt die nicht und ich glaube, er ist schneller als ich, oder? Wir testen es. Ja, wir sind schneller. Lol. Aber es killt nicht, was? Ach du Scheiße, Normifin, du bist so ein Loser. Jetzt bist du halt tot. Shit. Oh, Normifin. Moment. Pause-Champ. Wasserdüse sollte killen. Ich glaube, ich hätte auch einfach für Taucher gehen können, aber ja, ist fein. Du hast einen super Job gemacht, Normifin. So. Als nächstes, ja, gehen wir wieder in Voltron rein. Let's go. Und wahrscheinlich Volt Switch wieder. Ich frag mich, was sein letztes Mon sein wird. Ich sag irgendein Voltabsorber-Pokémon. Oder Vegetarier-Pokémon. Schlickri. Oh. Der hat Schlickri. Schlickri ist leider sehr schnell. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er... Oh, ich bin schneller als er, actually. Der hat 120 Base Speed. Na gut. Kopfnuss. Aber er hat keinen guten Move gegen mich. Wir gehen für... Na, wir gehen nochmal für Elektrobolt. Passt schon. So. Und das letzte Mon wird sein... Ja, man wird echt gefragt, ob man auswechseln will, bevor er sagt, was er reinschickt, ne? Ja, das ist echt schön wild. Krabbel ist sein letztes Mon. Ja, finde ich cool. Passt irgendwie. Elektroball wird ja übel strong sein. Der ist ja arschlangsam. Also es passt. Oh, der kann ja Eisattacken, ne? Wird Elektroball ihn killen? I mean, er ist echt langsam, ne? Der hat zwar eine bessere Verteidigung als Dickri eben, aber er ist wirklich langsam. Das heißt, ein Elektroball wird wirklich strong sein. Könnte schon so auf Donner-Level oder so sein. Finden wir es heraus. Let's go. Ich habe auch nicht gesehen, welches Level er war. Ah, okay, es killt ihn nicht. Und er geht für eine Eisattacke, oder? Du sollst dich gut festhalten, sonst wird meine Attacke dich wie eine Flutwelle davon spülen. Krabhammer. Oh, hier ist echt eine Wasserattacke. Boah, die wird aber richtig zwiebeln, oder? Ja, ja, ja. Das dachte ich mir. Liebsten würde ich dich mit Normifin killen, aber der wird dich wahrscheinlich nicht besiegen. Mann, ist langweilig. Ich weiß ja nicht, was ich sonst machen soll. Alle meine Mons sterben, glaube ich, ansonsten gegen den. Hier ein Flamingo. Aber ich würde ganz gerne, dass du noch die XP mitbekommst. Mann, wir sind ganz entspannt. Aber der wird mich auch schon gut zwiebeln. Jetzt pass auf. Ja, das ist ein Two-Hit. Und er ist vier Level unter mir. Also... Darf man nicht unterschätzen. Ich weiß gar nicht, ob ich den kill, actually. Ja, doch, okay. Also ein Crit. Ah, ich will nicht sagen, ob ich den ohne Crit aushelf gekillt hätte, actually. Also. Ich nehme es mit, ne? Sag ich mal so. Ich nehme es mit. So. Nice. Und der Kombo besiegt. Alright. Mein lieber Scholli. Du bist wirklich mit allen Wassern gewaschen. Nice. Das war Orden Nummer 4 jetzt, ne? Genau. Perfekt. Boah, haha. Das war ja meine Niederlage. Genauso erfrischend wie die morgendliche Meeresbrise. Für dich war ich wohl nichts weiter als ein hilflos zappelndes Kabador, was? Da kann man nichts machen. Das Netz ist eingeholt. Was für ein Fang.
Du hast nicht locker gelassen und dir vollkommen furchtlos den Sieg geangelt. Halten wir den Moment deines Triumphs doch auf einem Foto fest. Die Pose wollte ich schon lange mal ausprobieren. Okay. Banger. Action Banger. Mit 4 Arena-Orden kannst du Pokémon bis Level 40 leichter fangen und sie gehorchen dir aufs Wort. Und so ein klasse Trainer wie du kann sicher auch diese Attacke voll auskosten. Ein Angebot zum Sportpreis. Also greif ruhig zu. Kalte Dusche. Ja, greift an, indem ihr das Ziel mit eiskaltem Wasser beschüttet. Das raubt dem Ziel seinen Kampfgeist und senkt seinen Angriff. Das ist quasi, also Siedewasser wurde halt, wie gesagt, Volcanion als Signature-Move gegeben. Und das ist jetzt quasi neues Siedewasser, aber nur eine sehr viel schlechter. So, jetzt muss ich mich aber langsam um die Vorbereitung im Restaurant kümmern. Bitte beehre uns doch bald wieder. Ich würde mich freuen. Alright. Irgendwann werden wir mal sein Essen probieren. Ich bin immer so zwiespalten, weil ich hätte schon Bock, das Essen dort halt einfach alles zu probieren. Und ich bin so traurig, wenn ich das nicht kann. So. Moin wieder. Ah, Razor. Hast du gerade einen weiteren Sieg eingefahren? Super, gut gemacht. Dann müsstest du ja jetzt schon 4 Arena-Orden haben, stimmt's? Wahnsinn. Damit hast du die Hälfte geschafft. Deine Bemühungen tragen ja echt schnell Früchte. Ach, das macht mich ganz hibbelig. Ich will jetzt sofort gegen dich kämpfen. Aber daraus wird leider nichts. Ich habe nämlich gerade nur ein speziell auf diese Arena zugeschnittenes Team dabei. Da ich gegen dich unter den besten Voraussetzungen kämpfen möchte, muss unser Kampf noch ein wenig warten, fürchte ich. Wenn nur so ein Ärger, aber auch. Was ein Timing. Sorry, Razor. Tut mir echt leid, sorry. Okay. Na gut. So. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Karte. Und wenn wir das tun, dann finden wir sehr schnell heraus, dass die nächste Aufgabe das Herrscher-Pokémon hier ist. Wie gesagt, hier würde ich wahrscheinlich so als sechstes machen. Wäre jetzt so mein. Also sind halt Level 40, die wilden Monster sind Level 40 gewesen, so. Das spricht ja schon irgendwie für sich, dass ich das, glaube ich, ein bisschen später erst machen sollte. Und wir hoffen einfach, dass wir das Feenhammer-Pokémon dort finden. Okay. Noch habe ich es nicht aufgegeben. Und ich hoffe sehr, dass wir den dort finden. Sind meine Pokémon geheilt? Nee. Okay. Heilen wir einmal frisch auf. Gehen dann dort in diese Wüste. Ich weiß gar nicht, warum es hier so viele Wüstengebiete gibt. Spanien ist jetzt nicht so bekannt für seine Wüsten. Oder diese Steppe oder so. Gehen wir auf jeden Fall hin. Und dann checken wir mal ab, was es da so gibt. Kannst du ein neues Thema nennen? Thema kalte Dusche halt, ne? Gut. Gönn einfach Pink Hammer Pokémon. Das ist der Heuballen. Den gibt's ja auch. Den möchte ich aber nicht haben. Kano. Waggon. Normales Dictree. Können, by the way, das können wir actually wirklich mal ein bisschen machen. Können wir mal wieder hier ein bisschen auto-battlen. Weil erstens können wir so Normifin mal ein bisschen hochtrainieren. Und zweitens sind wir, glaube ich, so langsam vom Level her wieder ganz gut dabei, actually. Also so langsam können wir uns, glaube ich, hier mal wieder gönnen. Weil ich glaube, ich weiß gar nicht, welches Level. Okay, gibt's hier gut Dictree? Ja, greif den an. Ich glaube, der ist verbuggt. Na gut. Oh Gott. Nee, actually, der ist verbuggt. Glaube ich. So. Bist du? Geranimatz. Oh. Oh mein Gott. Okay, aber dann können wir wenigstens herausfinden, welches Level die Monster sind. Ich glaube, das ist fein. Bedrohung wirkt. Das heißt, wir flüchten gleich. Aber die sind Level 23 ab. Dann sind wir hier doch langsam richtig. Wir können aber auf jeden Fall ganz kurz das hier als Zielort festlegen. Damit wir nur gleich schon mal wissen, wo wir ungefähr lang müssen. Kommt da echt nicht rum. Schau. So, wir können da Salanga killen.
Was gibt's hier oben? Gibt's hier allgemein irgendwas? Fanti? Ha. Was gibt es hier? Haben wir schon Gladiantri so gesehen? Auch noch nicht, glaube ich, oder? So wilde Gladiantri haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Kann ich mir auch noch vorstellen, dass es die vielleicht irgendwo gibt. Oh. Apropos. Apropos. So, hier haben wir sogar schon wilde Hariyama. Okay, hatten wir am Anfang aber auch, ne? Haben wir auch schon ein wildes Hariyama direkt am Anfang. Was bist du? Du, ich dachte kurz, wer Meluetta. Moin Meluetta, was geht? Okay, so, so, so. Dann haben wir noch einen Terra Crystal. Checken wir auch gleich ab. Von Typ Stahl. Könnte vielleicht das Feen-Pokémon sein. Ich meine, oft haben die ja tatsächlich Mons mit genau den Typen, den sie haben. Aber ich glaube, es ist Fee vom Ersttypen. Und wenn, haben die, glaube ich, meistens sogar den Ersttypen. Oh, das Voltoball. Ich würde auf jeden Fall hier ganz gerne Steinhagel mitnehmen. Okay, ist actually strong. Was bist du? Ah, Klonkert, okay. Okay, 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 okay. Ich dachte, ich habe ein Item. So. Ich weiß nicht, was es hier unten gibt. Ich habe echt manchmal immer Sorgen, dass ich vielleicht irgendwo das Feen-Pokémon verpassen könnte. Was bist du? Ich habe nur Pink gesehen, aber du bist Flamigo, ne? Ja. Gönn doch einfach. Jetzt da einfach jetzt das Pink Hammer Pokémon drin. Wie Pietis. Von Typ Stahl. Also, Terra-Typ Stahl. So, Geronimatz, das ist auch immer sehr schwierig bei Geronimatz. Da könnten auch Shinies dabei sein und die sieht man nicht so gut. Ja, gut, hier sind eine Menge Items. Normaler Stein. Steinknochen. So, Gladiantri. Steinknochen. Ist auch cool hier, dass hier so viele Steinknochen hier rumliegen, ne? Popope, Kraftwurzel. Ja, gut, ich nehme es zurück. Aber hier liegen echt viele Items her, what the fuck? Feuerstein. Arschhupf. Giftschock, okay. Kraftwurzel. Kraftwurzeln liegen hier auch viele. Funkelstein. Steinknochen. Pokepuppe. Auch sehr viele Evolutionssteine. TM da unten können wir noch mitnehmen. TMs kann man, glaube ich, immer mitnehmen. Schlagbohrer, seht ihr? Das sind aber auch einfach gute TMs. Ja, nee. Wir scheißen auf die Seite. Ich glaube, Evolutionssteine brauchen wir sowieso nicht für die Mons, die wir haben. Weil ich glaube, hier gibt es einige. Ich finde es auch cool, dass man so Sachen wie zwei Superbälle findet. Also for real. Das ist übel nice. So, dann haben wir das ja auch ein bisschen erkundet. Aber hier gibt es nichts Besonderes auf dieser Baustelle. Hat wie gesagt, Evolutionssteine findet man hier gut. Aber mehr aktuell auch nicht. Äther. Nehmen wir auch noch mit. Oh mein Gott, ich bin blind. Clonkett würde man einen Shiny erkennen. Der ist auch der ist sehr blau, glaube ich. Oh, Level 26. Also ich sag, wie es ist. Vom Level her sind wir gut dabei. So. Glattbrocken, okay. Normifin kann er noch so ein, zwei Hops nehmen. Ich hoffe, ich finde hier einen Gladiantri. Ja, ne? Ja. Ja, okay, er ist der stärkste Trainer. Oder, oh, ich wollte gar nicht in Karas treffen. Aber ist nicht so schlimm. Treffen sich beide nicht sehr effektiv. Ist fein. Okay, so. Geronimatz. Da ist zwar noch ein Item, aber. Ja. Lieber. Oh. Ah, wir sind, glaube ich, hier in der Nähe, oder? Hi, Razor. Irgendwo in diesem Bergwerk soll sich der Herrscher des verborgenen Stahls befinden. Gerüchten zufolge ist er unglaublich groß und super lang. So ein riesiges Pokémon sollte doch eigentlich leicht zu finden sein. Frag mich, wo und wie es sich versteckt. Vielleicht ist es ja so richtig schnell. In dem Fall wäre es vielleicht besser, mit einem Reit-Pokémon die Verfolgung aufzunehmen. Okay, sag einfach direkt. Koraidon, was soll ich für großartige Reit? Kann man auf Mopex reiten, jetzt for real? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube actually nicht. Okay. Also ich weiß, also ich, jetzt mittlerweile bin ich mir safe sicher, dass ich weiß, welches das Herrschermon ist.
Aber ihr werdet es ja auch gleich herausfinden. Da unten ist auch schon seine Höhle. Oh, da hat es auch ganz kurz geleckt. Also ich glaube, dass da unten das seine Höhlen sind. Oh. Mann, ich hasse kleine Pokémon. Die sind so winzig. Okay, so. Dann. Ha, laut Dings ist ja da oben. Aber was ist denn da unten in diesen Höhlen? Sieht aber sehr cool aus hier, muss ich schon sagen. Gefällt mir. Was war da jetzt schon wieder? Klonkett! Oh Mann. Ich bin so traurig. Okay. Irgendwie bin ich ein bisschen gewillt, darunter zu den Höhlen zu gehen. Auch wenn ich glaube, dass da später das Herrscher-Pokémon ist. Aber wir gehen da jetzt hin. Bisschen gruselig, bin ich ehrlich. Okay, sind doch diese kleinen Höhlen. Kann man da rein in die Höhleneingänge? Nicht wirklich. Nach oben zurück können? Ja. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nicht wirklich was zu erkunden. Dann machen wir das später. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Herrscher hin. Können wir da drüben machen. Ich habe das Gefühl, leider beim Gleiten geht es sehr schnell bergab. Sehr schnell, sehr schnell. Fanty. Heißbocken. Volleyball. Achso, Mauzi. Ja, so Popanz. Ganz viele Geronimazen. Okay. Explodiert Volleyball da gerade. Ja, ich glaube, es hat sich in die Luft gesprengt. Gute Besserung. Okay. Ja, hier vorne ist er. Hier vorne sollte er sein. Ja, da unten guckt er schon raus. Das Regenwurm-Pokémon. Lass die TM da oben mitnehmen. Und dann direkt auf seinen Kopf fliegen. Ups. Nein. So. Da vorne. Geronimatz. Was fährt da hinten? Was fährt da? Schauen wir gleich uns an. Ist es Morpex gewesen? Nein, es war zu langsam für Morpex. Was bist du? Ah, das Engineer-Pokémon ist da unten. Wild. Gibt's also hier. Ja, hat aber auch keine Priorität. Also, die will ich auch nicht davon. Das ist Team Star. Das Gift-Team Star müsste da sein. Und hier oben gibt es ein Item. EP-Bomb M, nice. Ich glaube, eigentlich ist es immer ganz gut, diese Aussichtstürme mitzunehmen. Also ich, das Gierspenst da oben werde ich mir jetzt nicht holen. Da ist der Kollege. Gibt es halt immer auf diesen Aussichtstürmen. Und dann wollen wir mal. Warte, stopp! Okay, gut, das geht ja nicht ins Los. Ich wollte noch Lokroko nach vorne packen. Scheiße. Okay, wie kann ich den fangen? Muss ich irgendwas Bestimmtes machen? Okay, nee. So. Da haben wir ihn. Also ich muss sagen, ich finde ihn cool. Aber seine Augen, Junge. Durch seine Augen sieht er einfach nicht gefährlich aus. Der ist von Typ Stahl. Schlu. Wie heißt du? Sturm? Okay. Alles klärchen, Sturm. Du bist doch halt auch einfach. So, den sollten wir, glaube ich, jetzt besser hopsen als Donphan, weil Donphan reißt dann nicht sehr, glaube ich. War, glaube ich, dann der nächste nach Sturm. Glaube ich. Zumindest hatte ich mit Lion gesprochen und Sturm hat er, glaube ich, sogar als zweites gemacht. Eisenschweif? Ja, das ist halt... Das ist halt humaner hier, ne? Macht einen Eschern, wahrscheinlich Hälfte. Ja, seht ihr. One-shotted hätte ich den, actually.
Aber man kann ja nicht one-shotten. Also, könnte vielleicht actually sogar wirklich der zweite gewesen sein. Entweder der zweite oder der dritte. Aber ich fand den Vogel jetzt auch nicht so schwer. So. Okay, diesmal kann ich direkt in seine Höhle rein, aber ohne Pepper. Hm. Das ist, glaube ich, auch gar nicht direkt seine Höhle, ne? Ich wollte gerade sagen. Das ist nämlich, der hat sich hier nur so einen Durchgang gemacht. Ich krieg dich. Okay, jetzt frisst er. Komm ran, Schlurm. Ich nehm's mit dir auf. Woher kommt Schlurm? Das ist jetzt... Also ist ja SCH, ist ja nicht Stahl und Wurm. Ist ja Schlurm. Herrscher Pokémon Schlurm frisst etwas. Ich denke, dass wir dann den krassen Sprung bekommen. Also, du hast das Herrscher Pokémon echt eingeholt. Das ist also der Herrscher des verborgenen Stahls. Der ist ja echt unnormal lang. Die Nährstoffe in dem Gewürz scheinen ihm einen gehörigen Energieschub verpasst zu haben. Tun wir uns zusammen, Razor. Kühe, Alter. Ganz entspannt, Sturm. Was hat er? Tentakra? Oh, der hat Tentakra. Ja, komm. Ich muss dich Terra crystallisen. Der ist wahrscheinlich ein Twit. Größe spielt keine Rolle. Mit meinem Tentakra werde ich einen witzigen Sieg zusammenkochen. Sandstuhl. Ich hätte eigentlich auffallen können. Ja, ist egal. Ja. Easy. Super Schall von Tentakra, nice. Banger. Wer sich jetzt selber angreift, easy. Ich glaube, er hat sowieso nichts. Was ich aber sehr cool finde, muss ich eigentlich wirklich sagen, dass, okay. Ich check mal kurz seine Basiswerte ab, weil die kenne ich auch nicht. Das habe ich mir auch nicht angeschaut. Was ich eigentlich aber sehr cool finde, ist, dass sie in der zweiten Phase, also eher allgemein, dass die Herrscher-Pokémon eine zweite Phase haben, finde ich actually cool. Aber auch, dass sie dann andere Moves jetzt teilweise haben, das finde ich richtig nice. So, wo haben wir Schlurm? Ah, hier. Da ist im Englischen Orfwurm. Okay. Scheiße. No, die Pastebin wurde rausgenommen. Ja, die wurde gelöscht mit allen Infos zu allen Pokémon. Na gut, schade. Dann werde ich mir später wohl eine neue suchen müssen. Aber okay. Dann ist es halt so. Okay, wir holen uns auf jeden Fall. Ich glaube, wir kriegen hier den Supersprung mit Koraidon. Leider nur. Also Klettern hätte ich am liebsten. Und ich finde schade, dass Klettern, dass man es erst so spät bekommt. Weil dann hat man halt so diese hundertprozentige Bewegfreiheit. Na, wo ist es denn? Komm schon, zeig dich. Und das ist halt einfach nice, wenn man halt so viel einfach so machen kann. Okay. Ich ist eigentlich auch wirklich spannend, über das Gewürz etwas herausfinden. Aha, gefunden. Hallöchen, liebes Gewürz. Stängel, salziges Geheimgewürz. Diese Form, diese Farbe, das Gewürz sieht aus, als würde es scheußlich schmecken. Aber das heißt bestimmt, dass es gut für die Gesundheit ist. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Salziges Geheimgewürz. Lindert Schmerzen und Taubheit in den Gliedmaßen. Anscheinend hilft es auch gegen den Schwund von Muskelkraft. Alright. Banger. Dann geht sofort ans Essen machen. Hier, das hier so und dann das dazu. Bam, 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 bam. Sorry, dass du warten musstest. Hier hast du ein super gesundes Sandwich, damit du mir auch bei Kräften bleibst. Lass dir schmecken und bewundere dabei diesen Herrscherorden. Er ist ein Zeichen unserer Freundschaft. Mittlerweile mag ich Pepper actually. Also wirklich. Ich finde Pepper mittlerweile übel cool. Muss ich gestehen. Auch die Musik hier immer. Und dieses Zusammenspiel mit Koraidon und Mafiosito, keine Ahnung, wie heißt. Möchtest du Koraidon ein Sandwich geben? Yes. Komm raus, Mastifioso. Es geht essen. Mastifioso, sag ich doch. Ich Mafiosi. Mhm.
Mampf. Wow, du scheinst ja richtig Appetit zu haben. Koraidon, glaube ich, auch. Okay, was gehen wir als nächstes? Hochsprung erlernt, ja, sag ich doch. So langsam scheint es seine Kräfte wieder zu erlangen. Aber trotzdem sieht es nicht so aus, als würde es bald wieder seine Kampfform annehmen, was? Okay, ja, Kabri scheint es ja fit zu sein. Vielleicht hält es eine geistige Blockade davon ab. Eine geistige Blockade? Ich spreche von einer seelischen Wunde. Wie heißt es noch gleich? Trauma. Davon habe ich mal in einem Buch gelesen. Okay, also die nicht wissen, was ein Trauma ist. Vielleicht hat es Angst zu kämpfen, weil es mal bei einem Kampf eine schlimme Erfahrung gemacht hat. Aber bestimmt wird es sich irgendwann komplett erholen, genau wie Massifioso. Wie sieht es aus, Massifioso? Wirkt das Gewürz schon? Was? Oh, tut mir leid. Ich kann nicht jedes Mal erwarten, dass es dir gleich besser geht. Nicht jedes Gewürz zeigt sofortige Wirkung. Oh, so. Ach, alles okay, mach dir keine Sorgen. Razor und ich sehen schon zu, dass wir dich wieder fit bekommen. Das letzte Gewürz, das noch fehlt, kann ja nur der Bringer sein. Ja, ganz bestimmt ist es das. Also das nächste Ziel ist das Ende unserer Gewürzsuche. Geben wir im Endspurt nochmal alles. Los, los, los. Ich hätte echt Bock, den jetzt sogar zu machen. Ich glaube, der ist wirklich schwer. Also es ist halt beim Sushi-Fisch. Da sind wir ja schon gewesen. Bring, bring. Hallo Razor, hier spricht Antika. Koraidon scheint erneut einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wieder lang zu haben. Offenbar kann es jetzt noch höher springen, wenn du den B-Knopf drückst, wenn du auf ihm reitest. Okay. Bin gespannt, wie sich das anfühlt. Ich vertraue darauf, dass du dich auch weiterhin gut um Koraidon kümmerst. Bla 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 bla. Okay. Ja. Das ist doch schon was Feines. Okay, Alter. Das ist doch schon was Feines. Ich frage mich, wo es Sturm gibt. Also ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass es halt Sturm hier so gibt, aber irgendwie sieht es gerade nicht danach aus. Das ist schon sehr geil, dass man dann auch hier einfach so easy aus der Höhle hüpfen kann. Ja, sagte ich und kann nicht weiter hoch. Aber ihr wisst, was ich meine. So, was ist unser nächstes Ziel? Wahrscheinlich Team Star, ne? Oh, da hinten war das Engineer-Pokémon gerade, oder? Was ist da so lang gedüstes? Was bist du? Ah, das Engineer-Pokémon, ja. Chillig. Ah, und ja, hier gab es Sturm. Wurde mir gerade angezeigt, okay. Warte, wir können ja mal ganz kurz auf die Karte schauen. Also wir hätten entweder das Team Star-Mitglied oder den fünften Orden. Aber ich würde, glaube ich, als erstes das Team Star-Mitglied machen. Tatsächlich. Und da können wir auch schon hinfliegen. Hä, war ich da schon mal? Ach so, ah. Das hier ist ein... Ach nee, das hier ist ein Flugterror-Raid. Na gut. War schon kurz verwirrt. Oh, moin. Na gut. Jetzt haben wir den auch gesehen. Der hat, by the way, Slow Start als Hidden Ability. Komplett lost. Also wirklich. Also wer sich das ausgedacht hat, also das ist Regigigas Fähigkeit. Aber seine Entwicklung hat es nicht mehr. Aber wer sich das ausgedacht hat, der ist ja auch... Der hat ja auch nicht mehr alle Latten am Zaun, sage ich ganz ehrlich. So, wo kommen wir hier jetzt raus? Da vorne, ne? Superball. Okay, 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 Alter. Was für ein Slow Start. Der ist ja gigaschnell. Aber es ist auch seine Hidden Ability. Ich weiß auch noch gar nicht, wie man hier die Hidden Abilities bekommt ohne Fähigkeitenpflaster. Ich bin safe nicht in dem Kumpati drin gewesen. Jetzt reicht's aber hier. Sapalot Nummer 1. Ich weiß gar nicht, wie Kumpati in Shiny aussieht. Aber ich glaube schon. Wieso bin ich jetzt da rechts gespawnt? Was ist jetzt hier los, Alter? Mann, ey. Das ist jetzt mal gut, ja? Gleich bin ich wieder am Anfang meiner Reise, wenn es weiter so geht. Okay, tschüss. Wir fliegen einmal hier rüber. Boah, mit dem Hochsprung ist es schon echt geil. Und dann später noch mit dem Klettern. Oh, das wird so angenehm sein. Wenn ich das dann auf Twitch spiele, jetzt aktuell, und ich von Anfang an nicht die Reitfähigkeiten habe, ich spiele das dort halt so direkt mit Living Decks, Vollmachen etc. Das heißt, ich werde dort deutlich länger brauchen, um die Reitfähigkeit freizuschalten, also die ganzen verschiedenen Reitfähigkeiten. Und ich werde mich so kacke fühlen, weil ich glaube ich dann so dran gewöhnt bin. Was kommt immer shiny? Nee. Hallo, rote Feder. Oh, da ist Sturm gewesen. Aber
Dich wollen wir nicht. So. So, eine TM, die können wir noch mitnehmen. Ist ja mittlerweile auch das Ding, ne? Oh, Stachler ist hier eine TM. Oha. War Stachler jemals eine TM? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, Hazards allgemein werden echt strong. Ich glaube, allgemein, es wird so übelst offensiv, die Meta in Karmesin und Purpur. Kann ich mir vorstellen. Na gut. Mit sehr viel Hazard-Stacking, sehr wenig Stall. Und dann halt, wenn ich hier teilweise die Werte von den Pokémon angucke, halt einfach böllern, 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 böllern. Da vorne haben wir Pokémon Center. Da haben wir auch noch ein Pokémon Center. Wir gehen, nehmen uns erstmal das hier. Da ist ein Sturm. 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 Okay, so. Schaffen wir Team Star in der heutigen Folge noch? Wahrscheinlich actually nicht. Wahrscheinlich mache ich Team Star in der nächsten Folge. Wahrscheinlich mache ich den erst in der nächsten Folge. Das heißt, ich würde wahrscheinlich hier noch ein bisschen das Gebiet erkunden. Und gucken, was wir hier so finden. Ja, wir sind direkt beim Team Star Gebäude. Wir können uns die Cutscene aber schon noch anschauen in der Theorie. Mit Cassiopeia. Oh ne, die ist ein bisschen weiter im Wald erst drin. Na gut, machen wir es auch erst im nächsten Part. Vielleicht finde ich ja hier irgendwo mein Feen-Pokémon. Kopium. Aua. Lass doch mal zu den einzelnen Pokémon-Centern. Und dort vielleicht die... Flug. Jo, man springt so hoch, holy shit. Die Flugmöglichkeiten freischalten. Was ist da unten rechts? Ah, Micro. Okay, hier haben wir nämlich wieder eine Stadt. Ich glaube, ich muss gar nicht, genau. Ne? Wisst ihr Bescheid. So, Sandwichladen. Im Allgemeinen ja nochmal eine komplett neue Stadt. Gibt es hier vielleicht auch Boutiquen oder so? Sieht irgendwie nicht so aus. Was sind das aber auch für Häuser? So ist ja alles in einem. Alles so in so einer Mauer. Und hier haben wir auch wieder ein Pokémon-Center. So, und hier können wir vielleicht das... Okay, fängt schon an zu schneiden. Haben wir hier vielleicht das Feen-Pokémon? Hier ist schon der Wal. Aber das ist die, seine Vorentwicklung, actually. Das ist der kleine Süße. Aber haben wir hier vielleicht das Feen-Pokémon? Ich wage es tatsächlich zu bezweifeln. Aber man weiß ja nie. Was haben wir hier? Sneebel. Und Habanero. Ich weiß nicht genau, wie er heißt. Das Feuerpflanzen-Pokémon. Kreuzschere, nice. Das ist huge. Ja, schauen wir mal, was wir hier so finden. Pyroleo, globale Vorentwicklung. Der hat nämlich tatsächlich eine Vorentwicklung, einen kleinen Süßi. Kronjuwild. Ist auch geil, wie es hier so alle verschiedenen Formen gibt, je nachdem, wo du bist. Mag ich sehr gerne. Checken wir ab, was es hier von einem Terra Raid gibt. Bitte. Gnefisch. Na gut. Gnefisch war jetzt nicht unbedingt meine gewollte Ausbeute. Top Adder. Funkstein. Und dann gehen wir mal hier rein. Vielleicht hier in der Höhle, maybe. Subiris. Mimi, haben ihn da oben in so einem Sumpfgebiet gefunden. Muspector, Diktri, Knaxel. Also hier ist auf jeden Fall auch nichts. Hier haben wir noch ein Pokémon Center, ne? Ja. Was bist du? Kapuno? Lavita? Junge, ist hier Reich der Pseudo-Legendaries oder was? Schnäppke gibt's hier. Schnäppke, Schnäppke. Lavita, wann gibt es hier so viele Höhlen? Diktri. Ich hasse es, wenn es so... Meditisch-Weiß, perfekt. Ich hasse es, wenn es so viele Wege gibt. Wenn wir da hinten aber zum Pokémon sind... Oder gibt es einen Feen-Ray? Ach nee, da waren wir eben. Das war Knirrfisch, oder? Weiß ich gar nicht. Kalte Orte wie dieser.
bist du? Aseso Kids, ne? Aber herbe Aseso Kids. Was bist du? Der Tiri, der Tignis. Warum ist der Tignis eigentlich so aggressiv? Mauzi, Staravia, Hauptspross, weiß ich, zum 3, Montanata. Bist du... Ah, das ist der Dings. Der Geisterhund gibt's hier. Wolverock. Safe-Call habe ich schon irgendwo einen Shiny übersehen. Also for real. Okay, hier gibt's schon Pyroleo-Gruppen. Mopex. Geronimat. Hier gibt's nur eins. Tem Eisstrahl. Na gut, Lawine. Bisher bin ich noch nicht so überzeugt, dass es das Feenmon hier gibt. Ich weiß ja doch... Also, ich sehe den hier halt auch gar nicht. Ne? Also. Ach, Grusha. Da ist nochmal Grusha. Mopex findet man mittlerweile auch mehr. Mopex hat, by the way, ein richtig geiles Shiny, wirklich. Also, sieht sehr cool aus. Hier haben wir wieder Habanero. Vergesst, wie heißt. Pyro. Was bist du? Milza. Lechonk, Eis-Pokémon. Flammenwurf, oha. Ich denke mal, dass Lechonk das... nicht Lechonk. Okay, was ist das hier? Ursaring. Ich denke mal, dass Dings das demnächst sowieso erlernt. Kroko, der Kroko. Deswegen gebe ich dem das mal noch nicht. Stomp. Stomp gibt es, by the way, auch wieder. Leider. Ah, ich feiere Stomp nicht so, muss ich gestehen. Bleiben wir auf der Uhr, 52 Minuten, okay. Bissel können wir noch schauen. Lefeo. Taschenspender, Salzkristall, Pokémon. Ich frage mich echt, was es hier oben auf dem Berg gibt. Oder ob es hier überhaupt irgendwas gibt. Psychstrahl. Ha. Pamo und seine Entwicklung. Ah, hier ist der Feenkristall. Bitte lass es hier sein. Komm, bitte. Es ist fucking Pampuni, Alter. Hypno gibt's hier. Holy shit. Gruselig. Hier gibt's auch wieder ein Gierspenst, tatsächlich. Okay, mittlerweile gibt's Gierspenste, also auch, was ist es da oben? Ah, du bist Mikrix Entwicklung. Stopp. Okay, ich hab's irgendwie geschafft. Hier wollte ich nämlich hoch. War, aber die Entwicklung von Mikrix sah irgendwie ein bisschen weird aus, oder? Da ist noch Petsneef. Tarnsteine. Ah, da auch Tarnsteine als TM. Die haben hier echt alles, ne? Die haben hier halt einfach alles. Wolverock, Geronimatz. Ah, ist hier oben die Arena auf dem Berg, kann es sein? Ich hätte nicht gedacht, dass es der normale Weg ist hier einfach. Ich hätte gedacht, dass es hier irgendwie irgendein Zusatzweg ist. Oh, ich bin jetzt nochmal eingegangen. Okay, checken wir mal ab, welches Level die hier sind. 36. Ja, das ist ja halt so ein solides Level für mein Feed-Pokémon. Wenn ich den hier irgendwo finden würde. Also wir sind jetzt halt nicht Level 36, okay? Der ist halt einfach Fakt. So strong sind wir halt noch nicht ganz. Also mein Flamigo ist halt ein bisschen stärker. Der ist, glaube ich, schon auf 36, actually. Aber... Junge, Hundschild. Aber ich will doch einfach... Oh, mein Etilo. Ja, einfach nur mein Feen-Pokémon. Das gibt's doch nicht. Oder ist der Strauß mit Terraform? Veränderter Terraform. Geronimatz. Gehe ich schon mal da hoch, einfach nur um es freigeschaltet zu haben? Wahrscheinlich schon, ne? Ich würde später trotzdem noch so ein paar Gebiete da abklappern. Einfach, weil ich später wahrscheinlich dann auch ein bisschen trainieren muss.
Wenn wir jetzt alle Gebiete schon erkunden, dann kann ich ja nicht einfach von Gebiet zu Gebiet fliegen. Ah, okay, dann jetzt müssen wir den machen, dann fliege ich dann. Ah, jetzt müssen wir den machen, dann fliege ich dann. Weil so funktioniert das tatsächlich nicht. Also, so krass bin ich dann doch nicht gelevelt. Boah, hier geht's den doch safe nicht, in dem Eis-Eis-Gebiet, oder? Wenn ich hier überhaupt hoch kann. Das sieht so übel steil aus. Ich weiß gar nicht, ob's... Heißt der Korval? Ich bin mir im Kopf, dass der Korval heißt. Ich weiß gar nicht, ob seine Entwicklung hier auch. Batugel! Mal wieder Back. Back, okay. UBT. Das ist ein massiver Auflauf. Da unten rechts ist dieses Fragezeichen auf der Karte. Da möchte ich gleich mal hin. Aber vorher, das hier ist nämlich die 8. Ordenstadt tatsächlich. Nee, warte, das hier ist der 8. Orden? Und die Monster sind doch relativ low. Aber in der Beschreibung steht, dass... Ich habe den Namen von ihm vergessen, aber es mit G. Dass er der 8. Orden ist. Schneelandschaft. Ah, das ist, by the way, der neue Hagelsturm, glaube ich. Können wir jetzt hier hinfliegen? Noch nicht scheinbar, oder? Ich habe den Flugpunkt noch nicht gefunden. Ich bin so dumm, dass man nicht mehr zu Proxena fliegen kann, ohne Witz. Also wirklich, wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Lass mich doch halt einfach zu Pokémon Centern fliegen. Gibt schon echt viele so. Ist das hier nicht actually der höchste Ort von der Welt? Ja, ne? Nee, da oben. Kommt man da hin? Kann man da drauf? Okay. Okay. Da oben ist auf jeden Fall ein Pokémon. Ah, wenn man klettern kann halt wahrscheinlich. Naja, perfekt, alles klar. Moin, Freunde. Oder kann ich hier außen herum hoch? Ist das hier vielleicht der normale Weg? Das kann sein, ne? Dass das hier der Weg ist. Nee, ich glaube, man kommt ohne Klettern hier nicht hoch. Nee. Schade. Ich wäre echt gerne auf den höchsten Punkt gegangen. So, und ich kann hier jetzt echt immer noch nicht hinfliegen. Wie dumm ist das denn? Ich würde gerne halt hier mal hin. Naja, im Fall der Fälle können wir ja hier wieder hochlaufen. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Außerdem, bis wir hier am Ende hoch können. Ich will jetzt nämlich unbedingt hier mal hin. Ich will wissen, was das ist. Wir fliegen da jetzt hin. Kann man... Ah, schade. Ich dachte, man könnte beim Fliegen vielleicht auch schneller sein. Muss ich vielleicht einfach einmal auf den Kampfplatz hier, um den Flugort zu erreichen? Ich weiß es nicht. So, wir fliegen jetzt zu diesem Fragezeichen-Ding hin. Ich will wissen, was das ist. Okay. Und was gibt's jetzt hier? Ist es hier? Ist es da unten irgendwie in der Höhle oder so? Ich check's nicht. Legit, ich check's nicht. Nö. Weiß nicht, was es ist. Ja, gut. Aber gut. Das werden wir wohl später erst herausfinden. Ich weiß ja nicht, ob das da oben auf dem Ding drauf war. Das kann natürlich auch sein. Weil das würde von der Karte ja eigentlich ganz gut gepasst haben. So. Und die echt einen geilen Überblick. Dann ist so Berglandschaften. So, Zeit ist jetzt gleich rum. Aber, guck mal, da vorne ist ja die Schwurmlandschaft. Oh, man sinkt mit der Zeit ja viel schneller, ne? Das ist ja übel scheiße. Ach du Kacke. Ich dachte, man kann so übel entspannt über die komplette Map fliegen. Das ist ja richtig kacke.
Ist ja übel wack dann, hä? Ich dachte, das macht so... Oh, da ist die Buna. Das macht so übel Spaß, über die ganze Map zu fliegen. Aber kann man ja gar nicht. Wie dumm ist das denn? Das ist ja richtig wack. Nee, jetzt for real. Das ist ja richtig scheiße. Ich weiß nicht, ob der später länger gleiten kann. Wenn man den so komplett aufgepäppelt hat. Ich hoffe es, weil das ist echt nicht so geil. War ich hier unten schon? Wo bin ich hier gerade? Oh, ich merke gerade. Ich bin beinahe in der Mitte, wo ich nicht hin darf, ne? Ist es da vorne die Mitte? Ja. Das ist das, wo ich nicht rein darf, ne? Oder ist das Engineer-Pokémon? Also die Entwicklung davon. Wild. Warte, ist es hier, wo ich nicht rein darf? Nee. Ach, hier unten ist ihn, er meint. Hier ist der Schlund. Der Schlund. Aber gut, Leute. Das soll es dann für heute gewesen sein. Ich werde vielleicht ein bisschen offscreen das Feen-Pokémon suchen. Weil ich kann ja nicht immer eine komplette Folge damit verbringen, dieses Feen-Pokémon zu suchen. Ich werde euch natürlich dann sagen, wo es ist. Falls jemand von euch auch ins Team nehmen möchte. Deswegen würde ich den Part hier erstmal beenden. Deswegen, ich hoffe, ich habe das Ganze gefallen. Wäre es auf jeden Fall sehr gerne eine positive... Lasst gerne eine positive Bewertung da. Lasst ein Abo da, um keine weiteren Popo-Kamas und Popo-Videos mehr zu verpassen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.